Heute entdecke ich einen ungewöhnlichen Besucher in meinem Garten. Es ist die größte Raupe Deutschlands. 3 bis 5 Jahre hat es gedauert, bis die Larve des nachtaktiven Schmetterlings zu ihrer vollen Größe herangewachsen ist. Jetzt ist sie auf der Suche nach einem ruhigen Platz für die Umwandlung zum Schmetterling. Die Raupen des Weidenbohrers sind imposant, aber völlig harmlos. Man bekommt sie nur selten zu sehen. Sie leben in den Fraßgängen der Wirtsbäume, aber einmal ausgewachsen und bereit für die Verpuppung, wandern sie gelegentlich umher. So hatte auch ich das Glück, diese gewaltige Raupe zu finden. Nach der Umwandlung leben die 10 cm langen Falter nachtaktiv. Fressen können sie wegen des verkümmerten Saugrüssels nicht. Ihr Leben dient jetzt ausschließlich der Fortpflanzung.